wie ihr vielleicht gemerkt habt, das letzte Mal habe ich kein Video hochgeladen letzten Sonntag. Und zwar einfach aus dem Grund, ich möchte nicht irgendwie was erzwingen oder so, wenn ich keine Lust habe oder sowas. Beziehungsweise, ja okay, ich hatte Geburtstag, also ich hätte können schon etwas filmen, aber ich wollte jetzt auch noch während dem Geburtstag die Kamera auf die Leute halten, das finde ich so ein bisschen blöd. Ja, aber was ich mir jetzt heute gedacht habe, das fände ich eigentlich ganz schön, wenn ich euch so ein bisschen zeige, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Und genau, ich habe auch schon wieder eine neue Tattoo-Idee. und da wollte ich euch auch ein Bild von zeigen. Und genau, also heute ist es sehr viel Laberababer, aber muss ja auch mal sein. Genau, also ganz zu Beginn auch nochmal, ich will euch einfach immer nur dann mitnehmen, wenn ich wirklich Lust drauf habe, was zu machen, also beziehungsweise auch Lust habe zu drehen. Und ich finde, es bringt nichts, wenn ich halt schon was zeige, was schon mal jetzt auf YouTube war zum Beispiel. Gerade am Samstag fahre ich mit meiner Mama wahrscheinlich nach Ludwigshafen in die Mall und da habe ich einfach auch schon ein Video gedreht und das finde ich jetzt halt blöd, wenn ich dann nochmal ein Video da drehe, das ist so, und genauso soll es halt nicht sein. Ich will haben, dass es mir Spaß macht, dass ich Lust habe zu drehen und es soll auch nicht so gezwungen sein und genau deswegen habe ich halt auch einfach letzten Sonntag nichts hochgeladen, aber dachte mir, jetzt zeige ich euch das einfach mal. Genau, jetzt habe ich mich auch wieder wiederholt. Muss auch mal sein. Ja, ich fange jetzt am besten einfach mal mit meinen Geschenken an. Also ich habe Geld geschenkt bekommen. Dann habe ich noch so ein, das habe ich jetzt gar nicht mit dabei, so eine Beschützerhand. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Fatima, irgendwie so. Keine Ahnung. So eine Hand habe ich bekommen. Und dann von meinen Freunden, ich halte mal das Gesicht zu, weil ich weiß nicht, ob die Person das möchte. Ein Fotoalbum. Fotoalbum ist das gar nicht. Das ist ein Bilderrahmen. Und schön in rosa. Da habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Dann eine Kerze auch. Die riecht richtig gut nach Vanille. Vanille mag ich sehr, muss ich sagen. Ja, dann habe ich noch Geld geschenkt bekommen. Habe einen Blumenstrauß bekommen. Jetzt muss ich überlegen, dass ich nicht irgendwas vergesse. hier zum Beispiel, also Gutschein habe ich auch bekommen. Ein Gutschein von der Koi Bar zum Beispiel. Dann habe ich noch einen DM-Gutschein bekommen, was ich auch sehr gut finde. Dann habe ich noch einen Shisha-Tabak bekommen. Was war es denn noch? Ah, dann habe ich noch einen Gutschein bekommen, dass wir was essen gehen. Das finde ich auch immer ganz schön. Also mir gefallen einfach Geschenke, die nicht so sinnlos sind. Ne? Also Gutscheine finde ich immer gut, Geld finde ich auch immer mega gut, weil das kann man dann für was ausgeben, wo man halt selbst drauf Lust hat. Ne? Deswegen fand ich das sehr, sehr schön und auch der Geburtstag an sich war richtig schön. Ich glaube, wir waren bis um 4 oder so weg. Oder noch ein bisschen später, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ja, war auf jeden Fall sehr schön. Und wenn ihr das seht, ist immer sehr schön, dass ihr da wart. Mein Handy hat sich jetzt auch gerade sofort gemeldet. Guckt jetzt aber nicht. Ja, also wenn ihr das seht, Dankeschön für den schönen Geburtstag. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Und auch nochmal Dankeschön an alle, die mir gratuliert haben und an mich gedacht haben. Das war auch sehr schön. Genau. Ah, und Creme habe ich auch bekommen. für die trockene Haut. Ja, also war richtig schön. Jetzt will ich euch noch mein neuer Tattoo-Wunsch oder Tattoo-Idee. Ich war nämlich beim Nachstechen und ich zeige euch nochmal, also eigentlich müsstet ihr es ja gesehen haben, so sieht ja jetzt mein Bein von vorne aus und mich stört so ein bisschen, dass es so abgehackt ist am Knie. Ne? So, und dann war ich halt beim Nachstechen und habe dann meinen Tätowierer gefragt, hey, hast du eine Idee? Ich hätte irgendwie Lust, dass es so am Knie endet quasi, sag ich jetzt mal. Und dann hat er so überlegt und hat direkt angefangen drauf rumzumalen und hat dann am Schluss, also nach dem Nachstechen, hat er ein Foto gemacht von meinem Bein. Ich zoome es mal ein bisschen ran. Und es wird anscheinend eine Lotusblume. Ich hoffe, dass man es sehen kann. Das ist so ein bisschen, also das ist jetzt mein Knie. Dass ihr das so ein bisschen sehen könnt, ist mein Knie.
Und da soll quasi jetzt noch so eine Lotusblume drauf. Hier hat er so ein bisschen schattiert schon. Und Dots stehen da. Sollen quasi dann so Punkte sein, die das dann so ein bisschen hoch, so ein bisschen hochgehen. Ja, also ich würde sagen, der nächste Tellotermin gehört mir. Also ich will jetzt auf jeden Fall noch abwarten, weil ich habe jetzt gerade gemerkt, mit dem relativ großen Tattoo, also vorher waren es ja immer so kleine, wo ich ihn mal machen gelassen habe, und das große Tattoo war jetzt halt auch einfach saublöd mit der Kleidung, mit der Reibung. Ich mag das einfach, wenn ich keine Folie irgendwie drum machen muss und dass Luft drankommt, dass es einfach gut heilen kann. Das ist so mein Ding, wo ich einfach mag. Und mich stört es auch, wenn das eingepackt ist. Mir ist es dann zu warm und ich will haben, dass da Luft drankommt. Ja, und deswegen warte ich jetzt noch, bis es ein bisschen wärmer wird, um mich dann erneut tätowieren zu lassen. Das ist also eine Never-Ending Story. Ich habe jetzt auch schon eine Idee für den Arm. Das darf man gar nicht so laut sagen. Aber ich glaube, die Leute, die tätowiert sind, wissen, was ich meine. Das ist einfach so, man hat dann immer wieder neue Ideen und so und dann, ja, keine Ahnung. Aber ja, ich fand es mega geil, dass der einfach schon direkt eine Idee hat und es auch so direkt aufgemalt hat. Und das, also auf dem Bild sieht es nicht so gut aus, wie wo er es aufgemalt hat, weil das. Die Lotusblume quasi direkt so ums Knie ging und es hat richtig gut ausgesehen. Und ja, da freue ich mich schon. Und da werde ich euch auch auf jeden Fall mitnehmen. Und Ende Februar fahre ich mit einer Freundin nach Hamburg. Da werde ich euch auch mitnehmen. Also werde euch dann versuchen, auch wieder alles zu zeigen, was wir machen und wo wir waren. Und ich habe auch schon die ein oder anderen Tipps bekommen für Hamburg. Und die werde ich euch natürlich dann auch wissen lassen und auch probieren oder auschecken, ob die wirklich gut waren oder nicht so. Ja. So, und jetzt grätsche ich nochmal rein. Es ist noch nicht vorbei. Heute haben wir Freitag, den 28.01. Und ich habe eine E-Mail soeben bekommen. Zum Glück habe ich auch noch nicht angefangen, das Video zu schneiden. Und zwar kommt am Montag eine Folge von Auf Streife, wo ich mitspiele. Also am 31.01. um 14 Uhr auf Sat.1. Genau, und da habe ich euch auch das erste Mal drüber erzählt, dass ich beim Filmpool mitspiele. Also genau von dem Dreh, den ich euch erzählt habe, das erste Mal, das wird jetzt ausgestrahlt. Und ja, ich wollte euch mitnehmen und euch das sagen. Es ist auf jeden Fall eine kleine Rolle gewesen. Also ich weiß nicht genau, wie lange man mich sehen wird. Ich glaube, dass man mich nicht so lange sehen wird. Deswegen sage ich das auch auf jeden Fall nochmal dazu. Ja, ich bin gespannt, wie das zusammengeschnitten wurde, weil das ist auch immer so, das kann man irgendwie nicht so, ja, also man sieht es ja auch nicht, ne? Also man spielt es und dann wird es noch geschnitten und schlussendlich weiß man halt auch gar nicht, was dann schlussendlich ausgestrahlt wird und was nicht. Genau. Und das wollte ich euch jetzt nur noch mitgeben, dass ihr am Montag fleißig gucken könnt und wünsche euch noch einen schönen Tag.